ihn zu hauen und zu schubsen. Du willst wen hauen? Den Golem hier. Ich hau und Achso. Schubs ihn gerne. Körperliche Gewalt gegen Golems. Der macht ja hier nichts. Der muss ja irgendwie... Der soll arbeiten! Arbeite! Los! Wir müssen ja anzünden, aber... Entschuldigung. Eskalation. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft, auch bekannt als Klötzchen. Willkommen. Hallo, ich habe vergessen, den Timer zu starten. So, jetzt. Danke, dass du mich daran erinnert hast, dann kann ich ihn diesmal auch anmachen, dann muss ich nicht immer so dumm fragen. Ich habe wirklich seltsame Mitbewohner, wenn ich mir das hier so angucke. Inwiefern meinst du das? Hier ist ein Huhn, da ist ein Golem. Weiß ich nicht. Mich möchtest du morgen am Wochenende aber auch nicht gern von geweckt werden, ne? Nee. Guck dich so ein Golem an. Aufstehen. In dem Ton, in der Tonart. Oh, hier ist ein Schweinchen. Hallo Schweinchen. Ich wollte eine Kiste bauen. Ein Schweinchen am Bett. Zu wenig Platz. Ja. Oh. Boah, voll der schöne Sonnenaufgang. Boah, gleich wieder ins Bett. Oh, was war das? Oh, was gesammelt. Eins, zwei. Ich kann nur bis zwei zählen. Mehr habe ich in der Schule nicht gelernt. Schade. Was tue ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Aha. Oh. Hab ich gehauen? Ja, aber alter Schwede, hast du mir viel abgezogen. Noch eineinhalb Herzen. Ja. Möchtest du eine Kartoffel? Nein, ich hab Brot. Ich muss aufpassen, dass ich viel dahin finde. Nein, Horn! Was? Penner! So redest du also mit der Steffi hier? Das war hier schon. Das war ich nicht. Da unten ist keine Wasserquelle oder auch keine Ölquelle. Wir haben das so gerade eben überprüft. Ja. Kein Öl und kein Wasser auf diesem Land. Das ist... Oh. Busch am Bau hier. Das betreiben aber nicht. Was? So. Oh, hier sind es ist noch immer schön, euch zuzuhören und sich daraus dann die Geschichte zu... eine Geschichte auszudenken, was gerade passiert. Nein, wo bin ich gelandet? Achso, ist nur eine kleine Höhle. Hey, wir sprinten. Oh. Ich hab 1 Million Brote mit, weil ich vergessen hab, die abzunehmen. 1 Million Brote. Brot für die Welt. Ja. Kinder in Afrika werden glücklich drüber. Wo gehst du hin? Ich stalke dich jetzt. Nicht mich, oh Gott, da ist sie. Daher in den Wald, hallo. Oh mein Gott. Wookies. Was, Wookies? Wookies, ja. Ich will auch Abenteuer. Ich suche Lehm, es ist voll das Abenteuer. Lehm. Ich hab gar keine Schaufel, das heißt, ich kann gar nicht mitmachen bei dem Abenteuer. Lehm. Die Musik passt gerade voll zu eurem Abenteuer. Ich glaube, ich hab hier Lehm schon voll. Mein Leben hier ist nur Erde. Die Musik ist voll schön. Ah, ich hänge im Baum fest. So was macht man doch nicht. Außer man will spannern. Bist du wirklich? Vielleicht bist du ja wirklich Kixi Stalker. Ja, bist du? Du nimmst gerade die Let's Plays während du in einem Baum sitzt. Und Kixi denkt sich so, ja, die labert nur. Guck mal, Leuchtball. Vielleicht guckst du gerade ins Zimmer rein. Ja. Wie das so klingt, so ja. Voll pervers so. Ja. Das war gar keine Lichterkette, die davon runtergefallen ist. Steffi ist runtergefallen. Vom Baum. Also, Kixi, an deiner Stelle würde ich manchmal so ein bisschen zum Fenster rausgucken, ne? Ein bisschen aufpassen. Oder du bittest sie herein, dann fällt sie auch nicht mehr runter. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich hab dir ein Leuchtfeuer aufgebaut. Auf dem Baum? Ja. Ah, ich seh's. Weißt du, ihr ist so wieder voll abenteuerlich unterwegs, was mach ich? Keller. Immer. Keller. Total abenteuerlich, weil ich hier so ein bisschen im See rumflutsche. Ach so. Badetag. Gibt's einen Unterschied zwischen Leben und Ton? Nee, Minecraft? Nee, das ist dasselbe? Doch. So, nee, Ton gibt's, glaube ich, es gibt ja so neue Biome, ne? Also Savanne und sowas gibt's doch, meine ich, eine Menge Ton. Das ist einfach nur so ein
schon gebrannter Block, ne? Nee, also das sieht genauso aus wie Lehm. Das kriegt man auch in so kleinen, oh, ich ertrinke gerade, in so kleinen Bubbles da. Die musst du brennen und dann hat's, kannst du Ziegel machen. Okay. Kann ich damit auch Blumentöpfe machen? Ich will Blumentöpfe machen. Heißt das einfach nur anders oder haben die den Namen geändert oder gibt es jetzt wirklich einen Unterschied zwischen Ton und Lehm? Keine Ahnung. Kam bestimmt wieder ein Update, dass wir voll verschlafen haben und haben keine Ahnung, was Neues gibt. Vielleicht gibt es ja rote Beete. Gibt's rote Beete. Jetzt. Boah, guck rote mal, Beete. Es gibt ja Karotten. Alter, die Kürbisse. Das haben wir noch nie gesehen. Und Kartoffeln. Die Kürbisse sind neu. Die sind jetzt grün. Boah, die sind voll selten. Die sind voll selten. Hab ich gehört. War das eigentlich eine Lüge in besagtem Let's Play? Ja. Ja, okay. Wie viel man mit Kommentaren manchmal anrichten kann, ne? Ja. Ihr geht dahin, da ist voll sicher, oh Tod. Gar nicht. Ich hab dieses Gerücht verbreitet, nein. Du warst das also. So, was mache ich jetzt? Welt zerstört und jetzt baue ich wieder auf. Erstmal Kaffee trinken. Erstmal Kaffee, ja. Ich hätte gerne ein Dach für dieses Dingsbums hier, wo ich nicht weiß, was es ist. Ein Dach für dieses Dingsbums, wo du nicht weißt, was es ist? Es ist sowas wie eine Art Lagerraum und ja, halb Lagerraum, halb Stall. Nein, irgendwie ist es kein Schuppen. Es ist, weiß ich nicht, was es ist. Wer ist ein Schuppen? Ach nee, das wäre anders. Was ist denn da? Ich habe aber auch dran gedacht. Voll schön die Musik. Ich kann es immer nur wieder sagen. Guck mal, Let's Play, wenn ihr Musik hören wollt. Was fehlt denn hier auf diesem Bauernhof? Ein Trecker. Trecker, ja. Ich crafte mir mal eben so einen Trecker. Einen Tracker. Einen Tracker? Bitte, ja. Trecker, genau. Ich würde hier ein Silo bauen, aber ein Silo macht ja auch keinen Zweck hier. Ein Wasserturm. Wasserturm brauchen wir auch nicht, wir haben Bront. Ich schwimme. Will nicht, dass Bront sich diskriminiert fühlt. Ich mache jetzt hier eine Pause. Und was ist, wenn Bront irgendwann mal erschöpft ist? Nein, Bront ist für immer. Bront kann immer. Genau. Bront ist halt super. Na. No. Oh, falsch. Ich komme hier wieder raus, falsche Tür. Bront verbrannt. Wo willst du denn hin? Nur raus. Ich bin ihr Tourguide. Wo sind Sie hier? Ich bin weg. Du musst so ein Fähnchen craften. Achtung, auch nicht buddeln. Wie heißt das hier? Farmurlaub. Wie heißt denn das? Hofwoche und sowas. Nee, das war bei Bowser's Frau die Hofwoche. Was? Wo war das? Bei Bowser's Frau war die Hofwoche. Das war, wie nennt man denn das? Wie so Reiterurlaub und sowas. Ja. Hofurlaub, oder? Ja, also Urlaub auf dem Bauernhof. So. Wie ist ein Kaninchen beim Pferd? Ich glaube, das hält sich für ein Pferd. Ein Häschen mit Identitätskrise. Haben wir Kühe. Fehlt uns noch was? Ich habe einen Hund, ich habe Kühe, ich habe Schweine, ich habe Schafe. Ich habe Kaninchen. Ocelots fehlen uns. Ja, die werden wir wohl auch nie haben werden wollen würden. Ja, ist ein bisschen schwer einzufangen, ne? Erstmal zu finden. Ja, zu finden und dann einzufügen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach, ich spiele jetzt hier Landwirt und pflüge den Acker. Ja. Haben wir schon Esel? Nee, haben wir tatsächlich auch nicht. Und nur ein Pferd, oder? Ja. Kann mich ja mal auf die Suche begeben. Kann man Pferde auch paaren lassen oder geht das nicht? Stimmt. Können wir ein Pony. Wie heißt das? So ein Pony-Reit-Dingsbums da Ponystall aufmachen und dann können wir Eltern abzocken für kleine Kinder, die unbedingt Pony reiten wollen. Boah, da weiß ich noch was von meiner Schwester damals. Das ist eigentlich schon mies, ne? Weil die Tiere wirklich nur da den ganzen Tag im Kreis laufen, dann später wieder zurück in ihr Gehege. Ja, ne? Nicht irgendwie auf der Wiese und so. Es gibt bei uns das regelmäßig gemacht, dass sich da so ein Typ mit so einem Pony in die Fußgängerzone stellt und dann da versucht, oder von wegen hier Pony, Essen, Zirkus und so weiter, Spenden sammeln. Und dieses Tierchen steht da wirklich den ganzen Tag bei Wind und Wetter mit draußen und muss dann da hier, ne, keine Ahnung, so nach dem Motto... Bewegt sich auch vermutlich nicht, ne, das muss dann da auf der Stelle stehen. Ja, genau, bleiben. Das bleibt dann da so stehen und muss dann hier sozusagen, damit die Leute Mitleid haben und oh, das arme Tier. So nach dem Motto.
Wo diejenigen ja diese, also diese Typen vom Zirkus oder wo auch immer die dann herkommen, wer weiß, ob das wirklich welche vom Zirkus sind, dann da versuchen wollen, eben die Spenden da einzusammeln. Generell, heutzutage gibt es viele, die sagen, ja, Spenden und sowas nicht dann wirklich über den Tisch ziehen. Ja, leider. Das merkt man allein schon an diesen Altkleidercontainern, ne? Kannst du, keine Ahnung, für ein paar hundert Euro kannst du dir so einen kaufen und irgendwo hinstellen und keinem fällt's auf. Ja, machst ein paar Aufkleber drauf. Der Polizei fällt's auf, aber ansonsten. Naja, fährt ja auch keine Polizei auf Streife und sucht nach falsch gesetzten Altkleidercontainern, ne? Das ist auch das Problem, denn. Wir haben einen flüchtigen Altkleidercontainer. Was? Mit so einem Such, mit so einem Fahndungsplakat, oh man einfach so einen Container drauf. Bestimmt. Das passiert bestimmt regelmäßig. Polizeialltag. Auf jeden Fall. Großeinsatz, Großfahndung. Sonderrechte freigegeben. So, ich gehe jetzt, weiß ich nicht wohin. Hier kriegt man nochmal Pferdchen. Da muss man einen Sattel dabei haben und ein bisschen Stroh. Nee, genau. Nicht mal. Man braucht Stroh gar nicht. Man muss sich immer wieder draufsetzen, bis irgendwann Herzchen kommen, dann. Also wie bei Menschen immer wieder draufsetzen. Steffi stellt sich anderen Menschen vor, erstmal genau. Draufsetzen. Das mach ich immer so. Grundsätzlich. So. Ich gehe. Na du, was machst du denn hier? Hallo. Könntest du mal von meinem Schoß runtergehen? Nee, bei uns ist das so Brauch. Ja, das macht man so. Weil man geht dann auch erst wieder weg, wenn die einen mögen, und dann hat das ja was gebracht. Das ist der Sinn der Sache. Ja, genau. Wenn ich mich verlaufe, ich gehe jetzt hier weg. Ich suche jetzt neue Flora und Fauna. Ich dachte neue Freunde. Neue Freunde, ich suche jetzt neue Leute, auf die ich mich setzen kann. Oh. Was haben wir denn noch nicht? Welches Biom haben wir noch nicht entdeckt? Gibt's eins? Savanne waren wir noch gar. Savanne waren wir noch nicht. Okay. Oder doch, du warst mal in der Savanne. Wir haben ja ein paar Savannenbäume. Ach so, diese. Wie heißen die denn? Akazien? Akazien, ja, genau. Akazien. Oh, oh, oh. Wir waren bestimmt auch noch nicht in einem Sumpf, aber ich glaube, da willst du auch nicht wirklich hin, ne? Nee, nicht bei den Hexen. Ne? Die Hexen sind da ja ansässig. Die möchte ich wirklich nicht besuchen. Jetzt wird es natürlich dunkel und ich habe kein Bett dabei. Dann hau ein paar Schafe. Tatsächlich die Schere. Ist denn damals die gute alte Zeit, als man Schafe einfach schlagen konnte und Wolle rauskam? Rauskam vor allem. Ja, rauskam aus den Schafen. Die Wolle ist abgefallen. So plopp. Brutal aus den Schafen rausgeknüppelt. Dann war sie ab und zu auch ein bisschen rot, aber kann man rauswaschen. Oh Gott. Tierliebe. Immer. Ein Herz für virtuelle Tiere. Oh, ich höre einen Zombie. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, ich muss weg hier. Wo ist denn das Vieh? Ab nach Hause wieder, ne? Ja, tschüss. Ach, da unten ist das Vieh. Hab ihn noch nicht gesehen. Nicht weg. Ich sehe damit jetzt gleich nicht mehr. Ein Tannenwald. Ich gehe in den Tannenwald. Da ist eine Hexe. Wieso immer ich mit diesem scheiß Hexen? Keine Ahnung, hast du ein Feuerzeug da? Verbrennen sie. Nee, habe ich abgelegt, leider. Schade. Hexenverbrennungen werden doch wieder voll in. Macht man das heutzutage noch? Macht man das heutzutage wirklich noch? Nein. Also, ich kann jetzt nicht für alle Kulturen sprechen, ne? Aber ich glaube in den meisten nicht mehr. Betonung auf die meisten. Wäre mal interessant. Was ist denn das? Achso, das ist ein Zombie. Hast du noch Sprengstoff irgendwo übrig gelassen, Steffi? Nö, ich habe alles in den Abgrund geschmissen. Also, ich habe alles, was da war. Habe ich aber damals auch gemacht. Das erste Mal, als ich Minecraft dann im Creative-Modus gespielt habe, habe ich erstmal ein Haus gebaut, klar. Mhm. Und dann so hinten im Garten einfach mal so ein Riesenloch. Ja, das habe ich aber auch gemacht. Und auf den Grundstein gesprengt. Da gab es damals, als es diesen Kreativmodus da neu gab, gab es dann diese Leute, die sich so eine ganzen Kuppeln aus diesem Sprengstoff gebaut haben und dann hier so einen fetten TNT-Ball und die größte Explosion, weiß ich noch. Dann hast du erst Andi das angezündet, dann hat der Computer erstmal irgendwie ein paar Minuten lang nichts gemacht, weil diese die ganze Verarbeitung und sowas so lange gedauert hat. Und dann war da so ein riesiger Krater.
Es gibt ja auch so ein berühmtes Video, eine komplette Stadt aus TNT, ne? Oh. Und er meinte so, Minecraft würde immer abschmieren, wenn er versuchen würde, das anzuzünden. Hm. Naja, bei der Masse. Ja. Gerade wie gut Minecraft ja auch immer läuft, ne? Ja, das ist ja hier, ne? Power. Ja. 14 Power. Java, beste Gaming-Programmiersprache. Ja. Und hier sind in diesem Wald sind überall diese kleinen Moosstein-Dinger. Mhm. Ja, so Ruinen. Genau, aber das ist. Oh mein Gott! Oh Gott, Hilfe! Oh, oh, oh. Keine richtige Ruine. Okay. Geht also eine richtige Ruine wäre cool, ne? Ja, aber hier ist nichts. Einfach alle in Ruhe. Einzelne Blöcke. Mein Zombie, geh weg. Was ist denn hier? Hier leuchtet. Hier ist irgendwas hell. Leuchtet was? Hier ist der heilige Baum. Oh, da ist ein Skelett hinter dem heiligen Baum. Oh, der heilige Baum bei Life in the Woods. Einfach super. Ah, stirb. Hier ist irgendwas hell, aber hier ist keine Lava. Aber hier leuchtet vielleicht was. Leuchtet es vielleicht durch den Boden irgendwie, durch die Blöcke durch? Das ist unter dem Block, dass da Lava ist? Und würde das gehen? Da ist ein Huhn an der Lava. Stirb nicht. Kraft geht alles. Was denn? Hat sich das Huhn in einen Creeper verwandelt? Ja, sozusagen. Das passt gerade voll. Bei mir ist voll dramatische Musik. Oh, ich stehe mitten im Wald, Alter. Und hier kommt von allen Seiten kommt jetzt hier irgendein Gedöns angelatscht. Geht auch weg. Lass mich in Ruhe. Ich will Gedöns nicht... greift an. Ich weiß nicht, das leuchtet hier, aber auch unten drunter ist nichts zu sehen. Ein wildes, Gedöns ist aufgetaucht. Ja. Wie heißt das auf Deutsch nochmal? In Englisch ist es has arrived. Im Deutschen? Greift an, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich lehre doch greift an, glaube ich. Wenn denen mal keine Namen mehr einfallen, dann melde ich mich bei denen. Gedöns, Dingsbums, die neuen Pokémons. Sammel alle. Oh Gott, ich glaube, nachts durch den Wald laufen, das ist die beste Idee. Demnächst Pokémon Holz Edition, ne? Ja, wirklich. Es gibt, die haben ja gestern war ja 20-jähriges Jubiläum von Pokémon allgemein, haben sie ja zwei neue Spiele angekündigt, also eine neue Generation angekündigt. Ja, und das wäre? Sonne und Mond, tatsächlich. Sun und Moon. Oh. Werden die wohl heißen. Die Sache ist, ich Zuschauer, die neu sind, ich kenne mich damit null aus. Ich hatte einmal ein Pokémon-Spiel von einem Freund im Urlaub auf dem Gameboy gespielt und das war's dann. Ich bin auch auf der Generation auch aufgewachsen. In der Generation, da war das cool, da das jeder, wenn du da kein Pokémon gespielt hast oder irgendwas damit zu tun gehabt hast, dann war das halt uncool irgendwie. Fame. Voll uncool gewesen in deiner Zeit. Ja, also das war wirklich. Wobei deine Zeit hätte mich vermutlich auch beeinflusst, ja, anders zu sein. Also definitiv, so. Weil da, also das war so Kindergartenzeit und damals war das so, boah, Revolution. Keine Ahnung, also man. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie ich als kleiner Nick und dann die kleine Steffi und wir sitzen zusammen auf dem Pausenhof. Und das ist wirklich und die noch Kindergarten. Auch noch daneben. Wirklich noch Kindergarten. Also wir haben schon im Kindergarten mit diesen Stickern getauscht und sowas. Also es war, Spinne. Das war echt. Oder meinst du jetzt die Pokémon-Karten? Nee, wirklich dieses Sticker, dieses allererste Sticker-Album, das es gab. Da waren alle hinterher nach und dann wirklich nach dem Kindergarten so: Feierabend, Mama, wir müssen noch schnell zum Kiosk, wir brauchen noch Stickertüten. So. Eine hat dann so 50 Pfennig gekostet und wenn du Pech gehabt hast und du kamst zu spät, hast du wirklich keine von diesen Tüten mehr gekriegt, weil der ganze Kindergarten auf diesen Kiosk losgegangen ist. 50 Pfennig. Sticker. Geh heute mal für. Ja, wäre jetzt ein Euro, ne? Euro ist doppelt so viel wie Mark, ne? Oder war es die Hälfte? Nee, die Hälfte. Ich verwechsel das immer. Die Hälfte. Theoretisch müsste dann so eine Stickertüte 25 Cent kosten heutzutage. Ja. Find mal eine Stickertüte für 25 Cent heutzutage. Die kosten über 3 Euro oder 5. Ja, da kenne ich mich jetzt heutzutage so nicht mehr mit aus. Das letzte, was doch, ich gesammelt habe. Doch, zur WM tatsächlich habe ich letztes Jahr die Sticker gesammelt und da hat, glaube ich, eine Tüte 1,50 gekostet oder so. 1,50, okay, na gut. Da ist vielleicht noch ein bisschen mehr mit Lizenz und so, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber trotzdem war ordentlich. Aber. Theoretisch, Sticker gibt's ja heute, wenn du Sticker machst, das sind ja alles externe Firmen, die müssen ja alle Lizenzen bezahlen auch. Panini. Ahnung, Pokémon damals, genau, Panini. Hm. Die müssen ja alle die Lizenzen bezahlen, auch für Pokémon, nur je nachdem ist es halt. Ja, teurer. Damals war das halt noch so, nicht auf Profit ausgelegt, da war das dann noch was anderes. Also klar, Profit glückliche schon, Kinder aber da war ist, das halt noch ja. nicht so ausgeschlachtet.
ja. Da war, das war neu und dann so Sticker-Album und wow. Und das gab es dann halt damals von allen Animes, die dann, ja, vor allem, neu waren. Ich, damals war das dann auch so, dass das dann auch lange gehalten hat. Ja, ne? Heutzutage ist es ja so, das hält sich 3 Monate und dann kommen direkt wieder die nächsten. Nee, da war das wirklich so, hier getauscht und da getauscht und so, wirklich Kindergarten morgens. Das hat sich gezogen, ne? Ja. Wirklich, ich habe also das Album habe ich sicherlich heute bestimmt auch noch irgendwo, ja, könnte ich mir vorstellen. Vermutlich waren die Alben damals auch dicker als heute, ne? Also mehr Seiten. Keine Ahnung, also wie die heute so sind. Ich weiß es halt auch nicht, das letzte, was ich glaube ich gesammelt habe, war vor ein paar Jahren mal so hier, als der Clone Wars Film rauskam, ne? Kann sein. Habe ich damals Sticker gesammelt. Ja, ich überlege gerade, welches Jahr das ist. Das war keine Frage jetzt. Ach so. Das ist aber auch schon Jahre her. 2010 oder so? Keine Ahnung. Nee, das ist schon nur. Also, ich habe noch einige. Ich glaube, ich habe 3 angefangen. Oder was jetzt angefangen? Nur wirklich beendete Alben, die ich damals angefangen habe. Einmal so Inuyasha, dann, wie hieß es? Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. Da. Das allererste da halt damit. Keine Ahnung, das war noch. 1900. Schlag mich tot, war wirklich noch. Oh, als Sticker hatte ich Indiana Jones, als der neue Film da rauskam, Königreich des Kristallschädels. Und Star Wars. Ich weiß nicht, ob ich da mehrere Hefte oder nur dieses zu Clone Wars hatte. Und bei den 2 aber mein Vater dann aktiv für mich in so einem Stickerforum getauscht. Oh. Damit ich das Album voll kriege. Und Indiana Jones habe ich wirklich voll gekriegt. Clone Wars fehlen mir, glaube ich, noch 10 Sticker. Das gab's damals ja auch noch, das Internet. Ja, Internet gab's damals. Damals kein Internet. Da musstest du wirklich so lange Tüten sammeln und mit deinen Freunden tauschen, bis du alles zusammen hattest. Ja allein deshalb schon. Heutzutage gibt's. Ja, heute kannst du ja schummeln, weil du kannst ja diese Sachen kaufen und dann ja hier, um fehlende Sticker nachzubestellen. Genau. Da gibt es ja immer diese Adressen, das ist ja schon Schummelei. Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Dann denke ich mir so, das ist doch kein richtiges Sammeln mehr. Dann kaufst du dir alle, klebst du Album ein, kannst du genauso gut ein Bilderbuch kaufen. Ja. Also, das wäre noch günstiger vermutlich. Oh, ich habe Pferdchen gefunden. Pferdchen? Ich habe ein Pferd an der Leine. Wollte ich gar nicht. Boah, hast du dir wieder einen geangelt? Ja. Und hängst? Was muss ich machen? Also ich muss da mit leerer Hand drauf, ne? Mit leerer, ist egal mit welcher Hand. Einfach rechtsklicken, dann aufsetzen. Aber ich meine, ich darf nicht in der Hand haben. Das ist, kann man Ponys auch mitnehmen? Bestimmt. Nee. Erstmal die Kinder einführen. Nee, das Problem ist, dass die Kinder sind dann alleine, wenn ich die Mutter einführe. Es mag mich. Juhu, Sattel. Yippie, ich habe ein Pferdchen. Warte, jetzt können wir Pferdchen züchten und können Ponyhof aufmachen. Ich find's lustig, dass die Tiere ja alle unisex sind, ne? Also, nein. Jeder mit jedem, scheißegal. Boah, pfff. Ne. Ich hab einen Sumpf gefunden. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Geh doch mal rein. Da findest du bestimmt ein paar tolle Freundinnen, mit denen du Pyjama-Partys machen kannst. Nee, lieber nicht. Die bewerfen dich auch schön mit Flaschen. Ja, das kommt der Pyjama-Party sehr nah. Ja, auf jeden Fall. Da wirft man sich mit Hallo, Flaschen? Also, näher dran kommst Pferd, du hier nicht. Pferd. Komm schon. Pferd. Folge mir. Warte hin. Okay, klassische Musik. Wie ist sie? Achso. Ja, das ist aber jetzt auch nicht gerade schnellste, oder? Geht. Schneller, als wenn du auf einem Schwein reitest. Was macht die gute Keks hier eigentlich? Ich sterbe. Ist so lange nicht mehr geredet, ne? Kenn ich. Ich mache hier diese Unterdinger und ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich habe keinen Blassen. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, aber ich weiß auch nicht, ob es schön ist. Was ich hier fabriziere. Guck mal, auf die Uhr fällt mir gerade auf. Oh! Guten Tag! Ja, in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was Keksi Schönes gebaut hat und bewerten das. Bewerten das? Was? Ja, dreiköpfige Jury, ne? Jeder kriegt einen Knopf, 3 Knöpfe und dann. Kümmere mich drum. Wenn alles rot ist, darf sie gehen. Oh, ich könnte gerade was ganz Fieses sagen. Was bin ich denn hier? Mit Knöpfen kennt sich Keksi ja auch. Das ist in Minecraft. Ja. Das ist nicht fies, das ist Insiderwissen. Ein gutes Insiderwissen, hast du recht. Oh, hier sind auch braune Pferdchen. Jetzt habe ich ein graues. Egal, wir wollen nicht rassistisch sein, ne? Wir wollen jetzt nicht rassistisch sein. Genau. Oh, hier sind noch weiße. Ups.
Ich bin in ein Loch gefallen mit dem Pferd. Naja, viele Abenteuer mehr, Reiseberichte von Steffi und so. Oh. Und sonst was erfahrt ihr auch wieder in der nächsten Folge Minecraft. Also, wer ist gestorben? Pferde. Ups, ich komm nicht mehr aus diesem Ding hier raus, aus diesem Wasserloch. Ich hoffe, ihr habt so viel gelacht wie wir und dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss. Pferd ist so fett. Ich komme hier so auf. Das Pferd habe ich noch drauf. Hier gibt's auch Weise, hier gibt's auch schwarze Fett. Hier gibt's Esel.